Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr euch so eine schöne Shopping-Bag nähen könnt. Und zwar ist das Schöne daran, dass sie einen abgenähten Boden hat. Dadurch hat die Tasche ein bisschen mehr Stand. Und innen gibt es eine aufgesetzte Innentasche. Und zwar kann man da dann ganz gut das Handy reintun oder Schlüssel nehmen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen! Neben den üblichen Nähmaterialien braucht ihr ein Stück Außenstoff mit den Maßen 42 x 84 cm. Ein Stück Innenstoff, auch 42 x 84 cm. Für den Boden braucht ihr ein Stück Kunstleder mit den Maßen 42 x 26 cm. Wenn ihr eine aufgesetzte Innentasche haben wollt, dann braucht ihr noch ein Stück Stoff dafür und zwar mit den Maßen 32 x 44 cm. Für die Träger braucht ihr dann noch zwei Streifen Stoff mit den Maßen 67 x 8 cm. Jetzt faltet ihr euch den Außenstoff so, dass ihr genau die Mitte hier unten im Bruch habt. Und markiert euch das einmal hier am besten mit Nadeln. Das gleiche macht ihr auch mit dem Kunstleder. Hier könnt ihr am besten in die Falte hier einen ganz kleinen Schnitt machen, damit ihr da keine Löcher von den Nadeln reinkriegt. Dann nehmt ihr den Außenstoff und das Kunstleder und legt das so auf den Außenstoff drauf, dass der Clips hier von der Mitte des Kunstleders auf der Markierung von der Mitte des Außenstoffs liegt. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Das steckt ihr euch dann jetzt am besten hier an den Seiten fest. Ich nehme dafür die schönen Wonderclips, weil ich dann keine Löcher in das Kunstleder kriege. Ihr könnt aber auch Nadeln nehmen, dann am besten ganz am Rand einstechen, damit ihr hinterher nicht keine sichtbaren Löcher habt. Und jetzt näht ihr das Kunstleder auf den Außenstoff drauf und dafür klappt ihr hier am besten die Kanten ca. 1 cm um und näht dann hier ganz knapp das Kunstleder auf den Außenstoff. Als nächstes klappt ihr den Stoff wieder so zusammen und näht die Seitennähte fest, oben und unten einmal regeln. Für den Boden habe ich jetzt an beiden unteren Ecken ein jeweils 6 x 5 cm großes Viereck ausgeschnitten. Jetzt nehme ich die untere Ecke so auseinander und lege die Naht auf die Mitte des Bodens. Und nähe im Abstand von 1 cm die Ecke ab. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Die Ecken sehen jetzt so aus, auf beiden Seiten. Und wenn ihr das Ganze jetzt wendet, habt ihr die Außentasche schon eigentlich schon fertig. Für die aufgesetzte Innentasche klappt ihr das Stoffstück einmal der Länge nach, so dass die Kanten aufeinander liegen und näht einmal im Abstand von 1 cm zur Kante rundherum, lasst aber oben eine ca. 10 cm große Öffnung zum Wenden. Wenn ihr das jetzt gewendet und gebügelt habt, sieht das Ganze jetzt so aus. Hier ist noch die Wendeöffnung, die wird gleich geschlossen, wenn das auf die Tasche drauf genäht wird. Jetzt legt ihr die Innentasche auf den Innenbeutel und zwar mittig und im Abstand von ungefähr 9 cm. Und dann näht ihr hier knapp an der Kante den Beutel auf. Die obere Seite bleibt natürlich offen, damit ihr auch wirklich was reintun könnt. Und bei diesem Schritt wird dann auch gleichzeitig die Wendeöffnung geschlossen. So, ich habe jetzt hier auch noch eine Naht gemacht, damit ich hier eine Abtrennung habe und zwei Fächer habe. So, dann ist die Innentasche auch schon fertig. Und jetzt klappt ihr den Stoff wieder rechts auf rechts, so dass die Kanten aufeinander liegen und näht die Seitennähte einmal ab. Genau wie bei der Außentasche schneidet ihr wieder in der unteren Ecke ein Viereck mit den Maßen 5 x 6 cm raus an beiden Seiten und näht dann die Ecken wieder wie bei der Außentasche ab.
Jetzt ist der Innenbeutel auch schon fertig. Und als nächstes kommen die Träger dran. Für die Träger habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet. Und zwar bügelt ihr die äußeren Kanten 1 cm nach innen und klappt das Ganze dann zur Hälfte um, so dass die Kanten aufeinander liegen. Bügelt das einmal fest und näht die offene Kante jetzt einmal entlang. Wenn ihr beide Träger fertig habt, nehmt ihr euch den Außenbeutel und steckt die Träger so hier fest. Schaut, dass der Abstand auf beiden Seiten gleich ist. Ich nehme hier einen Abstand von 8 cm. Dann stecke ich mir das immer fest. Das gleiche auf dieser Seite. Und den anderen Träger stecke ich auf der gegenüberliegenden Seite fest. Und zwar so, dass wirklich auch, dass die beiden Träger genau gegenüber liegen. Die nähe ich jetzt einmal hier oben ungefähr mit einem Abstand von 0,5 cm fest, damit die schon mal gesichert sind und nicht mehr verrutschen können. Jetzt nehmt ihr den Innenbeutel, lasst ihn auf links gewendet und stopft jetzt den Außenbeutel in den Innenbeutel rein. So, dass die rechte Seite vom Innenbeutel auf der rechten Seite vom Außenbeutel liegt und steckt euch das oben einmal rundherum fest. Achtet darauf, dass die Seitennähte der beiden Beutel aufeinander liegen. Die Träger liegen dabei zwischen den beiden Beuteln. Und auf einer Seite lasst ihr eine Wendeöffnung, wieder ungefähr von 10 cm. So, hier ist jetzt die Wendeöffnung. Und die Träger habe ich hier innerhalb der Nahtzugabe noch ein bisschen mehr so hin und her genäht, damit da ein bisschen mehr Stabilität ist. Wenn ihr das habt, könnt ihr durch die Wendeöffnung den Beutel wenden. So, jetzt stopft ihr den Innenbeutel in den Außenbeutel. Und die obere Kante bügelt ihr jetzt einmal flach und dann näht ihr knapp oder im Abstand von 1 cm, wie ihr das mögt, einmal rundherum. Bei dem Schritt schließt ihr dann auch gleichzeitig die Wendeöffnung. Wenn ihr den Schritt erledigt habt, also oben abgenäht habt und die Wendeöffnung geschlossen habt, ist die Tasche auch schon fertig. Dadurch, dass jetzt unten der Boden abgenäht wurde, also die Ecken rausgeschnitten und dann abgenäht wurde, ist jetzt ein schöner Boden entstanden. Dadurch steht die Tasche ein bisschen besser und innen durch die Innentasche hat man da jetzt auch noch die Möglichkeit, Kleinigkeiten, Handy, Schlüssel, Portemonnaie, sowas reinzutun. Und dann kann es auch schon losgehen und ihr könnt schon shoppen gehen.